Moin, heute möchte ich mal etwas Neues ausprobieren. Und zwar möchte ich mal ein paar der neuesten Mods der letzten Woche vorstellen. Das kann mehr oder weniger interessant sein, aber ich denke, das ist eine coole Idee, um auch mal komplett neue Mods kennenzulernen. Beginnen wir einmal mit dem Mod End Evolution. Wurde von dem User Lowkick gepublished und das am 20. April 2023 das erste Mal. Also dieser Mod hier ist 4 Tage alt, kann man sagen. Für die 1.16.5. End Evolution, laut Mod-Ersteller, nimmt sich als Vorbild Draconic Evolution und möchte gerne halt dahingehend sich erweitern oder zumindest in die Richtung entwickeln. Hier haben wir noch eine Textur, die glaube ich nicht so richtig geladen werden kann. Ne, wobei, doch, das sieht so aus, als so, ist das bewusst so gewählt. Das Coole, was ich hieran finde, ist, wir haben ein Buch. Das Buch ist zwar sehr rudimentär und hat eigentlich nur die Rezepte, wie wir sie craften, aber ich finde das ziemlich cool, dass der Mod-Entwickler schon von vornherein daran gedacht hat, hey, ich mache mal ein Buch, womit ich zumindest erkläre, wie ich was herzustellen habe. Wie gesagt, der Mod ist gerade erst 4 Tage da und dementsprechend ist er noch wirklich mehr als in den Kinderstuben. Aber nichtsdestotrotz, wir finden in der Welt diese Erze hier, das sind die sogenannten Ender Ores. Können wir natürlich auch ganz normal abbauen, mit einer Steinspitzhacke funktioniert das nicht. Wir benötigen mindestens die Eisenspitzhacke, beziehungsweise die hier geht natürlich dann auch. Diese Erze schmelzen wir dann einfach und bekommen dann die Ender Ingots heraus. Und mit den Ender Ingots können wir dann auch schon Dinge craften, wie zum Beispiel den Alrar, ich denke mal, so wird er ausgesprochen, oder auch schon die Rüstungen. Ans Dark Ingot kommen wir dann mit, ich nehme mal an, das ist Obsidian, Enderperle und die Ingots, die wir uns gerade quasi gefarmt haben. Und das werden wir jetzt auch mal ausprobieren. Und zwar, ich denke mal, wir nutzen diesen Altar hier dafür, packen die Enderperle in die Mitte. Ich glaube, so war das Rezept. Die beiden Ender-Ingots links und rechts. Und oben und unten kommt Obsidian raus. Jetzt haben wir hier noch nichts drin, aber ich denke mal, wir müssen auf Start the Ritual klicken. Ja, ist es passiert? Wir haben unser Dark Ingot. Und mit dem Dark Ingot wiederum können wir dann anfangen, diese, ich glaube, Glasscheibe zu craften. Oder auch dieses schwarze Ei. Und daraus dann jeweils die Upgrades der richtig starken Waffen bzw. Tools. So, was haben wir noch in dem Mod? Also wir haben, wie gesagt, diesen Altar. Der dient im Prinzip als eine Art Werkbank. Wir haben die Erze, wir haben natürlich auch eine Rüstung. Also was heißt natürlich? Wir haben eine Rüstung. Ja, und für den Anfang sieht die eigentlich mal gar nicht mal so schlecht aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Golem-Rüstung, nur eine andere Farbe. Aber ist schon mal ein guter Anfang. Was noch cool ist, ist diese Large Ender Crate. Das ist eine riesengroße Chest. Naja, und wir haben natürlich Werkzeuge und Waffen. Das heißt also, wir beginnen quasi mit der Dark Pickaxe. Dessen Rezept haben wir hier auch schon gesehen. Mit diesen Ender Ingots, Ender Perle und einem Stock. Und wir haben die Dark Pickaxe. Ist im Prinzip eine starke Pickaxe. Wenn wir das mal hier so sehen, hat auch diesen Vein-Effekt. Heißt also, wir können mit der Pickaxe mehrere Sachen zur selben Zeit abbauen. Zumindest, wenn sie dasselbe Ressourcentyp haben. Können wir jetzt auch einfach mal ausprobieren. Ja, zumindest so ein. Ja, es sieht mir nach einem 3x3-Feld aus und tatsächlich ist der Ressourcentyp egal. Er baut einfach alles davon ab. Ist nicht schlecht. Als nächstes haben wir die Dragon Pickaxe. Die hat eigentlich keinen Unterschied im Attack Damage und auch nicht im Attack Speed. Dann lass uns mal gucken, wofür die ist. Okay. Ist im Prinzip genau dasselbe, es geht nur deutlich schneller. Ist auf jeden Fall schon die Geschwindigkeit von einem ausgebauten Tinkers-Tool, würde ich sagen. Und ähnliches haben wir mit den Waffen. Wir beginnen mit dem Ender Sword, dann haben wir das Dark Sword und dann haben wir den Dragon Sword. Und hier haben wir natürlich dann doch Unterschiede. Der Attack Damage ist schon vom Ender Sword recht stark, würde ich sagen. Dark Sword mit 32 und Attack Speed 5 ist schon sehr krass, aber das Dragon Sword ist over the top. Also ist auf jeden Fall sehr stark ins Endgame angelehnt, aber der Mod-Entwickler hat ja auch gesagt, er möchte sich an Draconic Evolution halten und das ist ja auch ein extremes Endgame-Mod gewesen. So, das war der Mod End Evolution. Ihr könnt ja mal gerne sagen, was ihr davon haltet und ob ihr generell diese Idee auch cool findet, dass ich neue Mods vorstelle. Und wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben und der Link zum Mod befindet sich auch in der Videobeschreibung. Moin, als zweiten Mod gucken wir uns den Mod Mutant Monsters von Fuss, dem Entwickler, für die Minecraft-Version 1.19.2 und das erste Mal released wurde es ebenfalls am 20. April diesen Jahres. Mutant Monster, wie der Name schon sagt, wir haben einige Bossmonster, an der Zahl 6 Stück. Darüber hinaus auch einige Tools oder auch Drops, die wir dann von den Monstern bekommen oder von den Mutanten. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Wir beginnen mal mit diesen hier. Das sind die Mini-Mutanten-Creeper. Die sind im Prinzip ja ganz normale Creeper. Die haben eine bisschen geringere Explosionskraft, könnte ich sagen. Auch Friendly Fire anscheinend. Also es fühlt sich an wie eine kleine Explosion. Aber ich glaube, das sind doch eher so die Minions, könnte man sagen, von dem Boss, den wir uns jetzt anschauen. Das ist der Mutant Creeper, der dann so aussieht. Ich finde, das ist einer der schwierigsten Bosse, weil
er spawnt diese kleinen Mini-Creeper, wie gesagt. Aber ich weiß nicht, ob man das erkennt. Er hat eine weitere oder höhere Reichweite als wir. Und das macht das Angreifen extrem schwierig. Ja, das ist eine zweite Fähigkeit. Nach oben springen und Creeper-Explosionen nach unten werfen. Also ich habe ein volles Dia-Schwert und Golden Apfel. Er ist schon relativ hart getuned. Aber wenn wir ihn dann getötet haben, solltet ihr Abstand gewinnen. Denn es gibt eine riesen Creeper-Explosion. Und wir haben hier so ein, ja, ein Ei, könnte man sagen. Dieses Ei könnt ihr ein bisschen angreifen. Dann bekommt ihr hier Schwarzpulver raus. Ihr könnt es aber auch aufsammeln. Dann habt ihr das so über dem Kopf schweben. Es ist aber irgendwie kein Hut. Also vielleicht wird das noch implementiert oder es war ein Bug hier auf meiner Seite. Aber die beiden Möglichkeiten gibt es. Als nächstes haben wir den Mutant Skeleton. Und das ist der hier. Er gehört eher zu den etwas einfacheren Bossen. Er hat zwar ganz normal, ich sag mal, Bogenangriff, aber wir haben keinen richtigen Knockback dadurch. Wenn er so in die Luft springt, macht er, ich glaube, einen Mehrfachschuss. Und das Schlimmste ist eigentlich, wie man hier gerade schon gesehen hat, wieder dieser Schlag nach vorne, der uns extrem weit zurückkickt. Der macht so im Prinzip am meisten Schaden. Sterben tut er dann so. Er explodiert im Prinzip in einigen Einzelteilen und ist dann erstmal von der Bildfläche verschwunden. Als nächstes haben wir den Schneegolem. Das ist eigentlich auch ein Boss, aber naja, er ist halt nicht feindlich gegenüber uns. Er ist eher freundlich, kriegt zwar gerade dauerhaft Schaden, das liegt aber daran, dass das Biom hier nicht wirklich kalt genug für ihn ist. Er schwitzt auch so ein bisschen oder er schmilzt. Er würde uns unterstützen im Kampf gegen die anderen Mutanten, wie ihr seht. Ist er erst ein neutraler Mob, könnte man sagen. Greif ihn an und er wehrt sich nicht einmal. Naja, wenn er tot ist, ist er halt einfach tot. Er unterstützt uns mit Schneebällen, die er auf die Gegner schmeißt. Als nächstes haben wir Spider-Pig. Das kennen sicherlich einige. Ich glaube, das ist aus Family Guy. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es spawnt unter uns Spinnennetze, die natürlich super nervig sind. Also gegen den sollte man niemals kämpfen, wenn man nicht gut ausgerüstet ist. Ja, gut. Hält aber nicht viel aus, wie man gerade gesehen hat. Einige Dia-Hits und er ist tot. Aber die Spinnennetze sind schon echt nervig. Die letzten beiden sind eigentlich meine Lieblingsmutanten. Fangen wir an mit den Zombie-Mutanten. Das ist er hier. Ich finde, der hat ein richtig cooles Design und auch Sound. Seine Angriffe sind stark. Er schlägt auf den Boden. Aber das hier, das ist das Schlimmste. Er schmeißt und macht dann so einen Schlag auf uns drauf. Und das ist halt hart, weil, naja, der Fallschaden im Einkauf ist schon richtig gut. Abgesehen davon ist er sehr laut. Bei ihm gibt es eine Besonderheit. Wenn er stirbt, stirbt er nicht wirklich. Er benötigt ein Feuerzeug. Jetzt ist er auf dem Boden und wenn ihr ihn jetzt nicht anzündet, respawnt er quasi. Ja, jetzt war ich zu langsam. Wenn er auf dem Boden liegt, direkt mit dem Feuerzeug drauf und er ist tot. Wie ihr jetzt seht, er fängt an zu despawnen und droppt uns seinen Hammer, den Hulkhammer. Ich finde aber am allercoolsten ist der Mutanten-Enderman. Weil da hat sich der Mod-Entwickler, wie für die anderen Mutanten auch, aber schon auch Mühe gegeben. Auch dieser Boss ist eher schwieriger. Ich sag mal, er ist erstmal neutral, bis er uns entdeckt hat, mehr oder weniger, würde ich gerade sagen, bis wir ihn in die Augen gucken, ist halt ein Enderman. Und dann fängt er an, blind zu machen. Seine Angriffe sind auch recht stark. Er hat aber eine ziemlich starke Fähigkeit, und zwar kann er sich quasi vervielfachen. Und schmeißt mit Blöcken um sich rum, die er auch sammelt. Das hier ist das Coole. Er kann tausende kleine Endermen spawnen und ihr müsst den richtigen angreifen. Erst dann kommt er wieder zurück. Da ist er. Und die Todesanimation von dem ist auch ziemlich cool. Und hinterlässt uns dann einige Enderperlen und auch Enderaugen. Und eine coole Todesanimation. So, das war der Mod.
Mich würde mal sehr eure Meinung interessieren. Ich würde auch mal gerne wissen, welcher Mutant für euch der coolste war. Für mich war es auf jeden Fall der Enderman und der Zombie. Wenn Fragen sind, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Mich würde echt interessieren, gefällt euch das? Soll ich davon mehr Videos machen, von den neuesten Mods der letzten Zeit? Oder vielleicht auch der von den beliebtesten Mods der letzten Zeit? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten sehen, hören oder lesen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin.